Jo Leute, was geht? Willkommen zur Reaction auf Stalker 2. Hab mir sagen lassen, soll ziemlich, ziemlich geil sein und auch bald rauskommen. In 2 Wochen ist es soweit, am 20. November, wo ich hier auf das Video reagiere, haben wir den 3. November. Das heißt, nicht mal, ja, 2 Wochen, ein bisschen mal 2 Wochen. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Stalker 2, weiß gar nichts dazu. Ich hab mir nur sagen lassen, dass Stalker 1 wohl richtig, richtig gut sein soll. Deswegen bin ich sehr gespannt. Alter, das ist laut. Irgendwie Tschernobyl-Shooter? Stalker 2 versprach viel. Eine offene Welt, eine möglichst freie Geschichte, dynamischer Tag-Nacht-Wechsel, NPC-Tagesabläufe. Also, ich weiß, YouTube mag das nicht so, aber... alles auch noch in schicker Unreal Engine. Ja, wollte ich gerade sagen, das sieht richtig gut aus. Das Spiel ist der absolute Hammer. 5 Pracht. Doch ausgerechnet beim ersten Anspieltermin 2023 bekamen wir mächtig Sorgen. Oh, schon vor einem Jahr. Der sah wirklich toll aus, war aber in technisch desolatem Zustand. Die Befürchtung war groß, okay, dass Stalker 2 fast schon in bester Serientradition unfertig auf den Markt kommt und damit viele Fans enttäuschen könnte. Entwickler GSC Gameworld reagiert aber prompt und verschob. Also, war vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was ich so in der letzten Zeit gespielt habe. Das Ding kommt auch auf Konsole raus. Also, das sieht zumindest mal jetzt in den Cutscenes richtig gut aus. Stalker 2 Heart of Chernobyl erscheint nun am 5. September 2024 für PC und Xbox Series. Nee, das stimmt nicht. Und siehe da, die Verzögerung trägt tatsächlich Früchte. Kollege Dimmi hat eine aktuelle Demo des Shooters gespielt und kann eine erste Entwarnung geben. Boah, eine Demo würde ich auch gerne spielen. Stalker 2 lief in der Vorschauversion technisch fast rund und versprüht schon in der kurzen Anspielzeit eine einmalige Atmosphäre. PS5? Doch, PS5. Von der wir euch in erster Linie nur berichten können. Denn aufnehmen konnten wir unsere Erlebnisse ein altes leider Video. Nicht. Deswegen können wir nicht alle unsere Erfahrungen perfekt mit Szenen unterlegen, aber wir geben unser Bestes, sie zu beschreiben. Das gesagt, legen wir los. Ukrainisches Studio, durch Krieg hat sich verzögert. Ach krass! Tschernobyl, ukrainisches Studio, wegen Krieg verschoben. Verrückt. In Stalker 2 schlüpfen wir in die Rolle von Muss man, Skiff. Meiner Meinung nach, supporten. Der radioaktiv verseuchten Zone rund um den Reaktor in Chernobyl und muss sich nun in der gefährlichen Landschaft langsam aber sicher Wie besser. Cool! Also ich weiß nicht, wer von euch die Serie Chernobyl geguckt hat, aber die war schon richtig geil. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele die Serie selber, bin sehr doll gespannt. Ist natürlich übelstes Endzeit-Feeling und da muss man auch psychisch meiner Meinung nach ein bisschen mit klarkommen. Aber klingt sehr cool. Ausrüstung besorgen. Außerdem will er herausfinden, warum er hier überhaupt gelandet nur ist. Genau nur Xbox wie die Vorgänger besteht der Shooter PS5 leider nicht aus 3 Kernmechaniken. Ja. Die offene Welt nach nützlichem Loot erkunden, Quests annehmen und so die Story vorantreiben und haufenweise Schießereien. Ebenfalls wie aus den Vorgängern gewohnt, schlagen wir uns bei allen 3 Aktivitäten mit allerhand Monstern rum, egal ob Tier oder Mensch. Und natürlich warten überall in der offenen Welt auch wieder zahlreiche Anomalien, in denen wertvolle Artefakte schlummern, die uns aber auch ruckzuck töten. In unserer Demo soll Skiff einen Sender auf 3 solche Anomalien platzieren. Und endlich läuft das genauso rund, wie die Trailers die ganze Zeit versprechen. Die Texturen sind dabei so knackscharf, dass wir uns fast dran schneiden. Blitzanomalien erhellen in der Nacht gespenstisch die Dunkelheit. Es ist einfach ein grafisches Fest. Und in den gesamten 30 Minuten Anspielen gab es bei der ganzen Pracht nur einen Bug. Der Mauszeiger gab an einer Stelle auf. Wir mussten das Spiel einfach einmal neu starten. Das war's. Kein Vergleich zum Eindruck von der Gamescom 2023. Dort stießen wir auf falsch abgespulte Animationen, starke Ruckler, kaputte Rücksetzpunkte und viele andere Probleme. Ist übrigens Singleplayer, ne? Also endlich mal wieder ein Offline-Singleplayer. Kein MMO-Multiplayer-Online-Zwang-Gedöns. Nochmal, das Spielgerüst von Stalker 2 orientiert sich also sehr nah an dem seiner Vorgänger. Will heißen, wir erkunden die Zone, suchen nebenbei nach einem Grund für unseren Aufenthalt hier und jagen immer bessere Ausrüstung hinterher. Denn nur mit den entsprechenden Klamotten und Waffen kommen wir immer näher an den Reaktor heran. Außerdem warten ja noch in den vielen Anomalien die wertvollen Artefakte, die wir teuer verkaufen oder direkt einsetzen. Einige der Anomalien sind harmlos, einige töten uns in Sekundenschnelle oder in diesem Fall eine arme Kreatur. Aber es sieht echt schweinegut aus. Scheiße, sieht das gut aus. Die Artefakte entspringen diesen Anomalien und verleihen uns übermenschliche Kräfte. Dem neuen Trailer nach zu urteilen, nehmen die Anomalien dieses Mal sogar deutlich größere Ausmaße an, wie dieser Flammen oder gleich der echte Tornado hier beweisen. Boah.
Was dann beim Anspiel noch schnell klar wird, Stalker 2 fängt tatsächlich die Magie der Vorgänger ein. Skiff steuert sich ein wenig schwerfällig durch die Welt, die Kalaschnikow wackelt mit jedem Schritt und beim leisen Vorantasten hören wir nichts außer unseren Schritten und dem Knacken unseres Geigenzählers. Ihr wisst schon, wegen der ganzen Radioaktivität und so. Die Open World ist zudem erbarmungslos. Manchmal finden wir nützliche Items wie ein Medipack, manchmal etwas zu knabbern. Ist so survival-mäßig auch, nicht zu der gleichen gefährlichen Mutanten. Wow. Imagine, da gibt's wirklich Mutanten. But it is you who cannot see. Man merkt schon, Stalker 2 bleibt der Serie treu. Aber es geht eben auch an einigen Stellen den Schritt in die Moderne, angefangen bei der Open World. Statt einzelner Hubs ist die gesamte Spielwelt nun eine einzige große Karte. Das ist krass. Stalker 2 vereint dabei bekannte Gebiete, wie dieses Lagerfeuer, mit komplett neuen Bereichen. Wir entscheiden auch wieder da selbst, würde man sich fast einen Couch-Koop-Modus wünschen, wo man zu zweit da durchlaufen kann. Wir müssen uns durch Anomalien kämpfen, die dieses Mal noch größer und noch gefährlicher sind. Die NPCs haben wieder eigene Tagesabläufe, dieses Mal sollen sie aber auch sogar richtige Persönlichkeiten haben. Ob das eine deutsche Übersetzung hat? Das gilt dann auch für Monster, die deswegen teils auch scheu weglaufen. Oder nun Orte zum Leben bevorzugen. Der Bloodsucker taucht nun etwa nicht mehr überall auf, sondern wartet vor allem in Kellern, Laboren und Höhlen auf uns. Von diesen komplexeren Systemen konnten wir uns allerdings in der kurzen Zeit noch kein richtiges Bild machen. Ja, das hat er ja gerade gesagt, ne? Dass du quasi mit stärkeren Waffen oder so stärkere Waffen brauchst, um weiter voranzuschreiten. Aber ich denke mal, gerade im Außenbereich oder insgesamt ist es schon eine coole Idee, dass das alles halt Open World ist. Und das heißt nicht, dass du einfach per se überall hin kannst, sondern eher, dass es nicht abgeschlossene Gebiete sind, dass du irgendwo hingeportet wirst, bis in einem Gebiet, dann gehst du durch eine Tür und bist dann da im Gebiet, sondern dass du überall quasi seamless hinlaufen kannst. Das finde ich schon ganz wichtig für ein modernes Spielerlebnis. Open World ist ja nicht unbedingt Open World, weißt du? Egal, zurück zu Skiff und seiner Quest. Wo müssen wir nochmal hin? Gucken wir mal nach, denn auch der PDA ist wieder mit dabei. Der fasst wie gewohnt Karte, Aufträge und sonstige Statistiken zusammen. Die Entwickler haben das Gerät ebenfalls ein wenig modernisiert. Statt einem Reiter für Kontakte und den eigenen Charakterwerten gibt es in Stalker 2 nun eine Seite für Tutorials und Upgrades. Außerdem können wir Ziele nun tracken und sehen sie auf dem Kompass oben am Bildrand. Trotz dieser Zugeständnisse bleibt Stalker 2 im Kern herrlich altmodisch, auch beim Schießen. Das war für Kollegin Nathalie in der letzten Anspielsession noch ein großer Kritikpunkt. Zu sehr verzogen die Waffen bei jedem Schuss. Daran hat sich ebenfalls viel getan. Die Waffen verreißen immer noch mehr als in jedem modernen Shooter, aber wir haben sie deutlich besser unter Kontrolle und können uns an die bockigen Biester besser gewöhnen. Die Gefechte selbst sind dann eine knackige Angelegenheit. Danke, Joe. Keine Granatenmarkierung, also, ob ein Feind tot ist. Die PS5-Version kommt, aber erst 3 Monate später, bedeutet dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Also ist ja eh ein Singleplayer, deswegen ist es gar nicht so schlimm, weil es gibt keine Multiplayer-Aktivitäten oder sonst irgendwas. Kann man auf jeden Fall dann auch auf der PlayStation dann immer noch nachholen, wenn man jetzt nicht unbedingt einen PC oder eine Xbox hat. Microsoft hat eine 3-monatige Exklusivität vereinbart, 3 Monate später. Okay, das macht Sinn. Okay, 3 Monate Exklusivität. Aber es ist ja kein Microsoft-Studio, ne? Studio. Vielleicht kommt es sogar in Game Pass, keine Ahnung, aber 3 Monate exklusiv. So gut. Hauptsache, es kommt raus. Dann hat man vielleicht auch mal ein bisschen Chance, ein paar Updates zu bekommen. Ist doch ganz okay. Das gleiche, was Sony bei manchen Spielen macht. Ja, ich hatte mit absolut gar kein Problem. Exklusivität für den Entwickler ist immer was, das finde ich zum Beispiel, ist was Positives und bringt sowohl Konsolen nach vorne, Konsolenverkäufe, als auch den Entwickler nach vorne, weil der da exklusive Gelder bekommt und so. Solange es dann später noch auf den anderen Plattformen erscheint, bin ich da voll fein mit. Natürlich nicht erst in 5 Jahren, aber 3 Monate ist vollkommen okay. Dass die PlayStation-Spieler dann 3 Monate später auch reinschnuppern können, finde ich vollkommen okay. Wenn es jetzt andersrum wäre, würde ich es genauso gut finden. Das sagt uns auch keiner. Entsprechend sollte man hier dringend lieber einmal mehr speichern. Patronen sind. Mich würde interessieren, was die Spielzeit sagt, Joe. Was Spielzeit bei Stalker 1? We had a simple choice. Kommt definitiv für PS5 raus, danke. Weil der sieht so doll wie Zelensky aus irgendwie. Only I didn't choose that path. Aber Steam, danke. Unlike you. Danach ist für uns schon Schluss und entsprechend haben wir noch so viele offene Fragen.
Wie gut ist die freie Geschichte wirklich? Wie viel Spaß macht es auf Dauer, die Open World zu durchstreifen? Wir haben nämlich nur einen vergleichsweise kleinen Abschnitt gesehen. Außerdem wirkte die Steuerung per Maus und Tastatur noch etwas überladen. Einen der Sender aus dem Rucksack holen benötigte etwa gleich 3 gleichzeitig gedrückte Tasten. Das geht noch besser. Trotzdem hat der Zustand von Stalker 2 einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Mittlerweile trauen wir dem Spiel sogar zu, sein Potenzial auszuschöpfen. Das wäre dem Team von GSC Game World mehr als zu wünschen. Nachdem das ukrainische Studio den Open-World-Shooter bereits 2012 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten für Jahre 2012. Einstellen musste, pausierten die Macher aufgrund des russischen Überfalls erneut und haben teilweise sogar ihr Land und damit ihre Heimat verlassen. Stalker 2 Heart of Chernobyl könnte trotz all dieser widrigen Umstände damit noch 2024 eine einzigartige Erfahrung werden, wenn der Rest des Spiels genauso gut wird wie unsere erste halbe Stunde. Ja, supportet das Game. Also wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, dann supportet das Game auf jeden Fall. Finde ich aber insgesamt sehr interessant, muss ich sagen. Also das sieht super aus. Also wenn das jetzt nicht 80 Euro kostet, sondern 60, 50 oder so oder vielleicht beim Angebot ist, würde ich auf jeden Fall sogar persönlich zuschlagen. Aber ansonsten zu Release, falls dann nächstes Jahr für PS5 rauskommen sollte. Ihr wisst schon, wegen der ganzen Radioaktivität. Cool. Ich will jetzt noch wissen, was die Spielzeit sagt. Damit kann man natürlich nicht genau sagen, ey, Stalker 2 wird genauso viel Spielzeit haben, oder hat man wenigstens mal eine Idee. Spielzeit kann ich dir so nicht sagen, da gab es damals noch kein Steam. 25 Stunden. Okay, 25 Stunden finde ich für einen Singleplayer aber vollkommen fein. Sag mal, wenn du Platin machst, brauchst du so um die 30 Stunden oder 35 Stunden, keine Ahnung, wie schwer die sein wird. Aber das fände ich für einen Singleplayer voll fein. Nur Hauptstory, ja, das fände ich voll fein. Wenn du auch den Open-World-Aspekt hast, dich komplett durchrennst, es ein bisschen schwieriger ist, ich finde 30 Stunden völlig fein. Ja, cooles Game. Freue ich mich drauf. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Follow da und bis zum nächsten Mal. Haut rein.